despite his boasts. Our last confrontation had proven to me that the demon could be hurt. I would need to be patient and bide my time in order to take the opportunity that I knew would eventually come. I could wait a lifetime for that moment, but I didn't care anymore. I was past that now. Time was my friend, and an eternity of blood, my destiny. I would make this monster pay. He will know fear. He will taste the bitterness of defeat and look into the eyes of the dragon as his life force spills onto the ground before him. Look upon me, demon, for I am darker and more terrible than thee. I am that dragon, and you are my prey. Ich frage mich, ob Gabriel seine vampirischen Kräfte jetzt ausbilden wird in diesem Kampf. Denn die könnten den Unterschied machen. Oh, was? Was müssen wir jetzt? Ich bin tot, okay? Ich wollte gerade sagen, was müssen wir denn jetzt tun? Hallo? Ist klar. Das ist ja mal wieder ein tolles Level-Design. Geht gut los im letzten Level. Ich freue mich schon total. Okay. Die Dinger tauchen ein bisschen später auf, die Schollen, um dann drauf zu springen. Kann das sein? Ich meine, ich hätte jetzt auf die hinter mir springen müssen, quasi, nehme ich an. Aber man muss es halt schon vorher riechen, quasi. So, jetzt taucht die auf, wenn die andere gerade verschwindet. Es ist ein bisschen spät. Ein bisschen. Oh Gott! Bleib oben! Ah, Steuerung. Ist aber auch toll, dass es nochmal von da losgeht. So, okay. Soweit, so gut. Oh Gott! Hat noch funktioniert. So, wir müssen einfach bloß Zeit vertrödeln, bis er es zu dem blöden Siegel geschafft hat, fürchte ich. Beziehungsweise, bis er es mal geschafft hat, sich durchzuknüppeln durch das Ding. Oh, shit! Nein! Ah, verdammt! Oh, nochmal von vorn? Oh, ihr seid doch... Ihr habt doch einen absoluten Schatten, Leute. Könnt ihr nicht mal irgendwie einen kleinen Zwischenspeicherpunkt machen? Was haltet ihr denn davon? Beziehungsweise den Fortschritt, den ich schon erzielt habe, dann auch irgendwie anerkennen. Oh, ihr wollt mich nochmal so richtig abfucken. Ich weiß es. Mit Jump-'n'Run-Einlagen. Vor allen Dingen Jump, weniger Run. Oh, oh, oh. Das kann meine persönliche Hölle werden, fürchte ich. Was? Was? Gabriel, was hast du getan? Warum bist du nicht gesprungen? Es wird so der pure Hass werden für mich. Warum? Warum müsst ihr sowas nochmal machen, jetzt kurz vor Schluss? Ich mag euch doch so ein bisschen. Warum müsst ihr mir jetzt so kommen? Oh je. Na gut, auf ein neues. Ich meine, zumindest ist ja klar, wo wir hinhüpfen müssen immer. Man muss es halt bloß hinkriegen, das ist das Problem. Und vor allen Dingen, du musst es mit dem Doppelsprung machen, du schaffst es mit dem Einzelsprung nicht. So, okay, bin dabei. Einmal hier hin und jetzt wieder schräg rüber. So weit, so gut. Nein! Oh, Gabriel! Das ist doch nicht dein Ernst. Da ist so eine 5 cm Ritze und du stürzt genau rein. Das ist ja nicht zu fassen. Man könnte es vielleicht auch mit einem Sprint schaffen, aber das will ich auch nicht probieren. Das ist auch nicht gerade die sicherste Variante.
wenn ich mit dem Sprint hüpfe. Ich glaube, da ist mir der Doppelsprung dann doch lieber. Oh Gott, das war schon wieder viel zu knapp gerade. Nein, 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 nein! Ah, verdammte Mistkacke. Ich weiß, was mir passiert. Ich drücke aus Versehen den linken Stick rein. Das ist das Problem. Wenn man den linken Stick reindrückt, stellt er sich halt hin und saugt alle Sphären, die um ihn herum sind, auf und macht nichts anderes. Und es sind natürlich keine Sphären da, aber vor allem macht er nichts anderes. Und das heißt, er hüpft auch nicht, wenn er hüpfen soll. Diese Steuerung. Habe ich mich schon mal über die Steuerung beschwert? Ich kann es nicht oft genug tun. Die Steuerung! Ah! Mann, Mann, Mann. Husa! Ganz ruhig bleiben. Wir kriegen auch das noch hin. Wir kriegen auch das noch hin. Meine Güte, mir wird gleich richtig heiß hier. Also jetzt nicht wegen der Lava, sondern wegen den Fehlversuchen hier. Wegen der Lava könnte einem wahrscheinlich auch heiß werden, wenn man dort ist. Ich meine, man sollte annehmen, dass es vor allem etwas warm an den Füßen werden könnte, aber hey, Gabriel mit seinen... Der hat ja bloß Stahlschuhe an, ne? Stahl ist ja ein perfekter Isolator. So, okay, bin dabei. Jetzt wieder rüber. Wir schaffen das. So weit, so gut. Ja, 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 ja. Oh, danke. Lass mich da ran. Nein! Nein! Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du... Oh nein, er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Und es gab keinen Checkpoint gerade eben, oder? Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch abgrundtief. Es ist... Oh, wie sie mich abfacken. Wie sie mich so richtig böse abfacken gerade. Na gut, auf ein neues. Vor allen Dingen die ganze Zeit werde ich wiederbelebt, wenn ich hier in die Lava plumpse, ne? Aber wenn ich da reinfalle an der Stelle, dann sterbe ich sofort. Gut. Immerhin haben wir es gerade schon mal geschafft, bis zu der Stelle zu kommen, an der es dann auch mal weitergeht. Das ist ja schon mal was. So, das war vielleicht ein bisschen früh gerade. Aber hat ja noch funktioniert. So, einmal im Kreis und wieder hierhin. So. Und diesmal versau den Sprung nicht. Aber ich glaube, wir treiben nur ganz langsam weiter. Warum Gabriel! Gabriel, spring! Warum springst du nicht? Ich verstehe es nicht. Er plumpst immer nur in die Lava. Du musst nicht Sprint und Doppelsprung kombinieren, um zwischen den Plattformen zu wechseln. Nein, wirklich. Danke für den Hinweis. Ich muss ja auch nicht mehr zwischen den Plattformen wechseln. Ich will ja nur noch da dran springen. Aber er springt nicht. Er läuft immer in die Lava rein. Was machst du denn, Junge? Du meinst es echt nicht gut mit mir, oder? Das ist ja nicht zu fassen. Oh. Mein Selbstvertrauen als Spieler leidet gerade auch so ein bisschen. Okay, immerhin kriege ich die Sprungpassage ja jetzt halbwegs passabel hin. So langsam habe ich mich ja an die Art der Sprünge gewöhnt, die er mir ja zumutet, sage ich mal. Komm. Oh. Natürlich, sie taucht dann eine halbe Sekunde später auf. Ihr seid Ärsche. Ihr seid riesige Ärsche. Naja, ist ja auch egal. An der Stelle ist es ja noch nicht so schlimm, wenn man in die Lava fällt. Da stirbt man ja noch nicht sofort. Erst dann, wenn es halt... Naja, wenn man kurz davor ist, diese hässliche Passage überwunden zu haben. Erst dann stirbt man natürlich auf der Stelle. So. So. Und so. Und diesmal, bitte, verkacke diesen Sprung nicht. Oh, danke. Jetzt kommt der Checkpoint.
Und ich werde sofort getötet. Es ist danke auch dieser Tipp, vermeide es vom Vergessenen erblickt zu werden. Das habe ich noch nicht mitgekriegt, nein. Okay. Das war jetzt wieder ganz toll. Gut, zumindest gab es hier den Checkpoint. Ja, was ist denn da? Hast du was gemerkt? Ist nichts los. Bleib, wo du bist. Schnell wieder auf die andere Seite. Oh Gott, schnell rüber. Was für ein blödes Katz-und-Maus-Spiel. Oh toll. Gut, dass der Stein schwimmt. So, wir gehen erstmal nicht darüber. Warum nicht? Okay, es hat ja zumindest einen Speicherpunkt gegeben. Ich dachte, wir müssen jetzt hier rüber gehen zu unserem Freund hier. Wie komme ich denn da hin? Der liegt unter einem Vorsprung, kann das sein? Aber wie kann ich mir denn dann... Kann ich einfach auf der Stelle stehend von ihm nehmen, was er hat? Tatsächlich. Eine Schriftrolle. Na gut, schauen wir uns die mal an. Ordensritter-Schriftrolle. Wie zur Hölle kommt hier ein Ordensritter her? Mal so als Frage. Ganz dezent gefragt. Hexerei und Zauberkraft? Ich glaube nicht an uralte dämonische Prophezeiungen oder an die Macht des Übernatürlichen. Daher wurde ich erkoren, den Willen der Bruderschaft zu vollziehen. Die Ältesten des Ordens betonen, dass ich auserwählt wurde, dass Gott mir eine Gunst erwehrt. Doch hier, an diesem höllischen Ort, zu dieser späten Stunde höre ich das dumpfe Gelächter des Todes laut in meinen Ohren widerhallen. Wie töricht ich war, eine derartige Mission anzunehmen. Wo ist mein Gott jetzt, da ich ihn am dringendsten brauche? Auf die Rückseite der Schriftrolle ist folgende Botschaft gekritzelt. Jener, der tapfer und reinen Geistes ist, findet seine Bestimmung im Rachen der Bestie von A. Echt jetzt? Die Bestie von A? Du bist nicht sicher, ob es diese Bestie von A wirklich gibt oder ob der Ritter starb, als er diese Worte niederschrieb. Oh, Monty Python lässt grüßen. Die Ritter der Kokosnuss, für alle, die ihn nie gesehen haben, nachholen, unbedingt. Okay. Immerhin haben sie Humor. Die Ritter von A. Nee, das Monster von A, Entschuldigung. Nicht die Ritter von A. So, ich nehme an, wir weichen dann mal wieder auf festen Untergrund aus. Und es gibt ein Empfangskomitee. Oh, ein glühendes Empfangskomitee. Das ist ja nett. Da habe ich ja noch viel mehr Bock drauf. Ich habe die Skelette schon immer gehasst, aber das ist jetzt natürlich die Krönung. Oh, shit. Vier auf einmal und dann glühen sie auch noch. Na, klasse. Das kann großartig werden. Die versuchen nochmal alles aufzubieten, was ich hasse, oder? An diesem Spiel. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier so richtig. Es sind halt so viele auf einmal jetzt gerade. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Oh, komm. Das Problem ist, er braucht halt immer so wahnsinnig lang für seine Attacken. Und in der Zeit kannst du halt auch nichts anderes machen. Und da du auf vier gleichzeitig achten musst, naja... Irgendeiner fickt dich immer ab, ne? Oh, shit. Das wird großartig. Ich würde ja gerne mal wenigstens einen schon töten. Schnell weg. Es sieht halt auch magietechnisch gerade so ein bisschen schlecht aus bei mir, ne? Muss ich mal so feststellen. Also vom Leben ganz zu schweigen. Oh. So, die habe ich schon ein bisschen was zugemutet. Aber er mutet mir auch was zu, nämlich meinen Tod. So,
So, jetzt müsste ich ein bisschen mehr Leben haben, würde ich denken, als gerade eben noch, ne? Leider nicht wirklich viel mehr Magie. Sollte ich gleich mit der Chaosmagie einsteigen? Ich weiß es nicht. Shit. Warum müsst ihr mir so einen Kampf nochmal zumuten? Ich hasse diese Gegner. Weiche, weiche aus. Ja, das am Ausweichen klappt halt auch nicht. Mann, 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 Mann. Warum? Warum nur? Okay, ein Schild ist zu Bruch gegangen. Junge, könntest du vielleicht rollen, wenn ich es drücke? Es wäre nett. Oh Gott. Ich glaube, ich werde 3 Kreuze machen, wenn ich den Kampf hingekriegt habe. Beziehungsweise, wenn ich dieses Level hingekriegt habe. Denn die packen ja wirklich alles aus, was ich hasse. Okay, nicht so viele Schläge machen. Gabriel wird schließlich auch immer langsamer mit seinen Schlägen mit der Zeit. Wenigstens haben wir relativ viel Platz. Das ist schon mal ganz gut. Und so langsam verabschieden sich ja auch die Schilde. Ich meine, das Problem ist, ein Treffer und ich bin Geschichte wahrscheinlich wieder, ne? Oh, komm. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, Zweitwaffen. Danke für den Hinweis. Das ist ja sogar mal nützlich. Was für ein... Ich glaube, da werde ich sogar mal tatsächlich in mein Tagebuch schauen, wogegen die so allergisch sind. Nein, 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 nein. Nicht irgendwas hier mit Checkpoint neu starten. Monster. So, wie heißen die denn? Mir ist gerade unfassbar warm. Skelettkrieger. Messer? Ah nein, gegen Messer sind sie besonders geschützt. Gut, alles andere quasi. So ein bisschen. Aber auch nichts so wirklich. Ja, lass doch einfach mal mit Weihwasser werfen. Es scheint nur bedingt zu helfen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht eine Fee? Nicht zu viel. Nur so ein bisschen. Und weg. Ja, funktioniert. Oh, schnell weg. So, erstmal einen hinzukriegen wäre schon ganz schön. So, wieder eine neue Fee loslassen. Oh yeah, der war gut. Ah, Mann, Mann, Mann. Nächste Fee. Oh, raus aus der Ecke, komm. Lass dich nicht hier in die Ecke drängen. Gabriel. Kann ich nicht mehrere Feen los? Natürlich kann ich das. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Oh, der erste ist breit. Ich fasse es nicht. Sieh an, sieh an. Es geht, es geht, es geht. Oh nein, oh nein. Komm, jetzt bloß nicht versauen. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm, gib mir das mal. So, neue Feen. Okay. Und der letzte. Hau ihn zu Klump. Hau ihn zu... Nein! Nein, 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 nein. Bloß keinen Scheiß bauen jetzt. Oh ja. Köstliche Genugtuung. Nein, 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 nein. Kann ich denn hier abhauen eigentlich? Nein, ich kann abhauen. Warum mache ich das nicht? Warum gehe ich nicht einfach?